Harden seems to be early. Ich habe hier gerade meinen richtig geilen Morgenkaffee gemacht mit der mega Aussicht. Schau mal, heute möchte ich glaube ich gern wandern gehen. Und dann sind wir schon bei der Hälfte des Trips angelangt. 2 Tage. 2 sind es noch. Der Jan pennt noch. Der hat so geschnarcht, dass alles zu spät ist. Das ist eigentlich, war das Verbrechen. Aber weiß man nicht alles mit einem guten Kaffee. Sieht man das? Ja. Guten Kaffee wieder hinbekommen. Schauen wir mal, wo wir heute aufsteigen. Weil das Pano ist echt geisteskrank und ich würde hier echt gern wandern. Aber ich kümmere mich nicht um den Plan, wo es hingeht. Ich habe mich nur um das Equipment gekümmert. Und ums Auto. Jan muss sich kümmern, wo wir hingehen. In diesem Sinne, schauen wir mal. Na, wer ist da denn mit der Sonne im Gesicht aufgewacht? Ja. Guten Morgen! Ausgeschlafen. Boah, jetzt kommen die Strahlen hier durch, ey. Ja, spring von hier, Bro. Also lieber Vlog, wir sind jetzt hier auf dem Alpe Adria Trail unterwegs. Wir waren gerade Klippen springen. Das war richtig dope. Und das blende ich euch jetzt mal ein. Das war richtig geil. Und das hier ist auch sick as fuck. Und hier siehst du, wie die unterschiedlichen Level sind so. Wow. Jan sagt gerade, wir sollen hier die Drohne durchfliegen lassen. I don't think so. I don't think so. I don't think so. So klein ist er bei ihm. So klein. Dabei war er Angst. Ja, die kann halt nicht nach oben weg. Hier ist alles zu, so. Ah, ja. Erklär uns das mal mit den different levels hier, so bitte. Wasserstandsmäßig. Ja. Je nachdem, wie hoch das Wasser ist, wird hier irgendwas ausgespült. Ja. Es ist wunderschön hier. Slowenien ist einfach irre schön. Wow. Wow, 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 wow. Und du wolltest jetzt da baden gehen? Ja. Geil. Na dann zieh dich mal aus. Zieh dich auch gleich aus, Martin Lucky. Danach kommt gesteinig raus. Jan, aus welchem Weltkrieg könnte diese Brücke sein? Aus dem ersten, und ich will nicht wissen, wie die von unten aussieht. Vor allem der Versatz hier, der macht mir auch ein bisschen Angst. Ja, aber er geht ja kaum runter. Check auf der Mo-Skala. 10 von 10. Auf der Jan-Skala? Ah, oh. 10 von 10. Jo. Okay, also der Funke muss überspringen, Jan. Und ich komme hier gerade her und Jan hat irgendwie seit 5 Minuten oder 10 Minuten. Fall. Seit 20 Minuten. 20 Minuten das Gas laufen lassen. Auf Volllast. Auf Volllast und hat Putin damit die rote Karte gezeigt. Du bist so ein kleiner Rebell. Jetzt gibt's Tofu. Mit Rice. Black Rice. Nerone. Nerone.
Du warst schon voll fleißig, Jan. Schau mal, das Pano, Alter. Ich grinse mal. Das war knapp. Kurz zum Kontext, wir sind hier auf so einer alten Pferdekoppel, das irgendwie jetzt ein Campingplatz ist. Richtig cool. Jan passt auch echt gut rein, muss ich sagen. Und da hinten steht unser Zelt. Und das Auto. Mit perfektem Panorama. Sick. Und er ist hochkonzentriert. Der Bub. Schneid dir nicht in den Finger. Das Messer ist aber auch echt ungeeignet. Hat er wieder gespart, der Mümmel. So, aber jetzt ist das Öl hier fertig. Der große Moment. Wir sitzen an einem Tisch übrigens. Das erste Mal, dass wir in diesem Trip an einem Tisch sitzen und Essen zubereiten. We didn't have that before. Hey, nein, 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 ich wollte den Tofu erst garen. Finger weg. Mal zusammen. Drei Tage auf dem Hühnerkuchen. Das gibt drei Tage lang Durchfall. Nein, das fermentiert ist das. Das ist gesund, das ist für die Darmflora sehr hervorragend. Na Janni, was hast du da für eine coole Camps-Tasse? Und was habe ich hier Gutes? Schwarzen Reis mit Arrabbiata und Tofu, Zwiebel. Und ich habe festgestellt, dass die Arrabbiata scharf ist. Jan und ich haben uns entschieden, wandern zu gehen. Wir haben einfach mal bei Komoot so einen Trail rausgelassen. So einen Gipfel. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich glaube, ja, ich glaube, ich war es. Hier war der Harvester drin. Oder wie heißt das Ding? Mhm. Harvester. Der hat da ein bisschen einen kleinen Wanderweg hinterlassen. Wir sind am Weg zum Gipfel. Ich sehe Chancen schlecht, dass wir den Gipfel heute nicht erreichen werden. Aber vielleicht kriegen wir einen Mittelgipfel, so ein Unterding. Das wäre ganz nett. Aber der Abstieg wird auch entsprechend tricky, weil das hier ist halt literally der Weg. So, mal schauen. Wir melden uns. Für Gott, bis dann.